So versammelt ihr euch vor mir. Ja. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist Donnerstag, der 16.07. 15.10 Uhr. Auf hin das Fjall erfuhren geht. Ja. Heute ist mein freier Tag. Ich habe den ganzen Vormittag, jetzt den frühen Nachmittag hinein, Hausarbeit erledigt. Gewischt, abgemacht, Bett ausgeschüttelt, abgesaugt, Staub gewischt, Fenster geputzt. Ich bin schon Galamager. Und jetzt werde ich noch ein Stündchen spielen um 17, um 7, um 19 Uhr ist Go First 2. Ja, wir wollten ja genau mit Sultan Rittersporten und so. Ach so, wir sollen schnell reisen. Ach so, ich dachte schon, was da los. So. In Novigrad. Da. Ja, dann gehen wir mal. Ja, wir fahren hier oben Arette, machen diese drei Fragezeichen. Das da und das da. Und dann gehen wir zu dem. Triss konnte Geralt nicht helfen. Sie schickte ihn zu Corintilli. Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hatte. Unter ihrer Anleitung hatte der Hexe einen Traum. Dann waren ja, Ciri und ich, Rittersporn, wieder vereint. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. Alfred, was ist los? Er hat sich gerade zu mir hier auf dem Schreibtisch gesetzt. Ja, leg dich ruhig hin. Ja, schieb die Maus ein bisschen weg. Kein Problem, mein Freund. Das ist bestimmt ein Banditenversteck. Ja, der Elm müsste auch noch kommen. Da habe ich auch mehr oder weniger den ganzen Tag schon drauf gewartet. Ich hatte noch mein neues Motoröl und diverse andere Artikel, die ich wieder kostenlos für Rezensionen gekriegt habe. Ach, ich renne in die falsche Richtung. Wenn euch das auch irgendwie interessiert, wenn ihr auch schon die ein oder andere Rezension geschrieben habt auf Amazon und auch die ein oder andere hilfreich Bewertung bekommen habt, dann ein bewachter Schatz. Und ihr auch gerne gratis Zeug haben wollt, auch es ist nichts Besonderes, nichts Tolles, also Handy-Zubehör oder irgendwelche Adapter und Kabel oder was weiß ich, das sind teilweise aber auch Sachen dabei, die kosten oder die würden 20, 30, 40 Euro kosten, MP3-Player. Könnt ihr euch mal melden, dann kann ich euch an die weiterleiten, weil die noch weitere Leute suchen, die das machen. Verschlissene Satteltaschen. Rebis haben wir doch schon. Doch noch nicht. Rebis. Ach nein, doch, Rebis brauchten wir ja für irgendeinen. Ja. Für irgendeinen Trank brauchten wir Rebis. Ich weiß gerade nicht für was. Petris Filter. Pyrol, Raffarzte. Ach ne. Überlegener Teufelsbrust. Bombe. Ah, hier, Rebis, genau. Für den überlegenen Teufelsbrust. Setzt beim Besonieren eine Giftwolke frei. Verstärkter und verlängerter Effekt. Juhu! Ja, fett.
70 Kapazität der Satteltaschen. Ja, Alfred. Oh, er bufft mich jetzt hier an. Er hockt hier neben vor mir auf dem Dings und schmufft mich so an. Ja, komm her, Junge. Ich lehne mich ein bisschen zurück. Kannst du auf meinen Wanz. Komm her. Steh auf. So, jetzt muss ich wieder die Füße hochlegen und dann kann er wieder auf meinen Wanz. Das heißt aber auch, dass ich jetzt weniger auf dem Bildschirm erkenne, weil ich jetzt einen anderen Betrachtungswinkel habe, weil das ein blödes Tan-Panel ist. Ja. Ihr könnt es wahrscheinlich nicht hören, aber... Ach, das haben wir vergessen noch, ne? Das wollten wir auch. Ja, Wetter ist heute auch mal wieder besser. Ja, die letzten Tage war es ja eher so teilweise schwül, drückend warm und regnerisch. Heute ist es nicht super heiß, aber auch kein Regen. Nicht völlig wolkenloser Himmel, aber so besser als die letzten Tage. Ich sage, hier ist ein Sound. Mach mal deinen Sound ein bisschen leiser machen, damit ich das Klingeln höre. Das klingeln. So. Ja, schön Milch tritt auf meinem Bäuchlein, da mag ich, da mag ich. Müssen ja nicht immer jeden Bären erschlagen, bewachter Schatz. Wer bewacht ihn? Gebüsch fest! Renn ab, du Scheißfotze! Wasserwaldzahn. Eine Sumpfschrulle war es. Wir sind übelst vergiftet heute. Ja, es ist runtergehüpft. Ja, aber was, wieso sind meine eingetragenen Stiefel gerade 1500 wert? Hier kann man, glaube ich, gefahrlos reiten, ohne dass man einfach hängen und kleben bleibt mit diesem geräuligen Pferd. Beweg dich! Hallo, Bea. Dass sie dann aber auch bei sowas nicht mal von alleine, dass sie da nicht mal so ein Algorithmus, so was schreiben können, so ein kleines, ne, dass der dann automatisch da aber auch rüberspringt oder so, über so einen Zaun, also das kann man doch mal erwarten von so einem Pferd. Oder nicht? Komm schon! Ja,
Ja, es ist ja eh im Wasser, das was wir jetzt sehen müssen. Shiva! Großer DW, ne? Schwere Makarama-Rüstung. Rüstungsteile, die uns was nutzen. Fünf Prozent Chance auf Blut. Ja, die hat auch 107 Rüstung. Hat zwei Sockel, Durchbohrungschance, der Schmettern hat Aufschlitzen. Ist von den Prozenten her fast gleich, aber sie hat einen Slot mehr. Die hat auch 107. Die ist sogar noch besser. Ja, aber trotzdem mal zwei Slot und plus drei Elementar, das ist schon. Plus zwei Igni hat er drin. Auch mal nett. Und Iki. So, die Stiefel. Nix. So, soll uns die Wegfindung immer aus dem Wurzeln. Oh, mal wieder rein. Ah, hier ist ein Shop. Der kauft ja wieder keine Waffen, der Wichser. Willkommen bei Zu den Sieben Katzen, der glücklichsten Taverne in der Stadt. Wie man so sagt, das war hier nicht sogar die Kater nach unserem Wein bringen Glück. Sieben Katzen. Gibt es war das nicht, dass wir da hier Lambert treffen sollen im Sieben Katzen? War das nicht das? Ich kaufe ja gar nichts von dem guten Zeug. Dafür kaufe ich dann natürlich wieder ein bisschen Iron ab und dann Kirschlücke und dann Makarama und den nehme ich auch noch mit. So.
Ist ich glaube, Lambert kann man hier treffen. War das nicht so? Auf der Fette. Ja, genau. Triff Lambert beim 7 Katzen. Ah! Hab ich wieder ein Brain, Alter. Langsamer. Streitlustig, wie? Alter, ich weiß schon, warum ich es nicht benutze. Nur reite doch! Langsamer. Da müssen sie meiner Meinung nach ganz dringend was machen. Dieses beschissene Pferd, Alter. Dann ist wohl alles bereit. Ja, sobald wir sie sehen, blockieren wir den Weg. Zur Not gegen eine ganze Einheit. Wobei, du weißt ja, dass ich den Plan toll finde und immer gerne helfe. Und ich habe gewiss nichts dagegen, ein paar Heuchlern den Schädel einzuschlagen. Aber wenn wir nun schon einen Doppler haben, warum lässt er nicht einfach Rittersporn frei und fertig? Zu verdächtig. Überleg mal. Menge verschwindet, taucht mit einer Narbe im Gesicht wieder auf und lässt Rittersporn frei? Tja, ich schätze, du hast recht. Priscilla? Was machst du denn hier? Ein Kind hat eine Nachricht von Dudu gebracht. Der Konvoi bricht bei Tagesanbruch auf. Darf ich hier bleiben? Ich kann nicht länger zu Hause sitzen und mich um Rittersporn sorgen. Keine Bange, meine Liebe. Du kriegst den schönen Mann zurück. Komplett mit seinem guten... Verdammt, wenn Damen in der Nähe sind, muss man echt auf seine Reime achten. Geh in die Stadt zurück. Bitte. Ich störe auch nicht. Ach, Geralt, nun lass sie doch. Schau sie an, ganz verheult. Wie mein Pfiffi, als er Verstopfung hatte. Nein, ich will aber auch nicht, dass da was passiert, dass sie irgendwie drauf geht oder so. Nee, nee. Dies ist kein Ort für sie. Wenn ihr was zustößt, will ich Rittersporn nicht erklären müssen, warum sie hier war. Muss ich dich daran erinnern, dass ihr hier seid, um Rittersporn zu retten, nicht mich? Ich kann auf mich aufpassen. Na schön. Aber denkt daran. Ich weiß. Sobald okay, man kann es nicht beeinflussen, sie bleibt. Noch ist ja nichts los. Und es könnte auch noch eine Weile dauern. Also, wie wär's mit einer Partie Gwent? Mir ist gerade nicht danach. Spielt doch ihr beide. Gut. Du kennst die Grundlagen, das steht fest. Jetzt können wir richtig spielen. Sie kommen! Da kommen sie! Priscilla, bleib hier. Rittersporn. Verdammt. Geralt, ihm nach! Überlass die hier uns! Vorsicht! Da sind noch drei Arschgesichter! Hier sind sie durchgeritten. Verdammt, hab ihn verloren. Ich muss nach Spuren suchen. Da ist er abgehauen, na irgendwie. Wie geht das denn?
Gleich kommt auch der Kampfzwerg mal vorbei, der bringt mir einen Karton mit 30 Telefonen. Für den Flohmarkt. Wo ist er? Die ganze Zeit suchen wir schon nach dem Wichser, Junge. Du Wichser, du. Die Spuren sind tief. Das Pferd war schwer beladen. Ja, da war ja auch noch irgendwer mit vorne dran irgendwie an dem Pferd oder drüber gelegt. So. Ist gar nicht richtig geschnallt, so schnell ging das. Spuren. Da sind sie wieder. Da lang. So, dann mal was kommen hier. Hufspuren. Ah. Are you sicher? Oh, da sieht's nach einem Versteck aus. Ein Hexer! Wahrhaftig und lebendig! Woher kommst du? Ist hier jemand vorbeigeritten? Zwei Männer? Einer davon war wie ein Sack über den Sattel geworfen. Oh ja, da ist jemand vorbeigeritten. Ist dort links abgebogen. Aber er hat eine Frau dabei gehabt, ganz sicher. So wie sie gekreischt und geheult hat. Ach, der hat sich Priscilla geschnappt. Ja, hier ist auch ihre Mütze. Riecht bekannt. Louis de Beauclair. Rittersporn benutzt es eimerweise. Die Spur sollte eindeutig sein. Schön eine Gestankspur. Liegt an der kaputte Pferd. Ihr Pferd ist zusammengebrochen. Sie können nicht mehr weit sein. Mit wem sollte er sich denn besaufen? Mit den Hecken? Hey du, was zur Hölle ist hier los? Was ist los? Sag du's uns!
Einer dieser Jäger ist in die Hütte geplatzt und hat uns rausgeworfen, bevor wir irgendwas sagen konnten. Hatte er noch einen Mann dabei? Groß und dunkelhaarig? Ja, permanent am Faseln. Rittersporn. Der Jäger hat sich also verbarrikadiert. Gibt's noch einen Zugang? Den gibt es in der Tat. Wollt ihr den Jäger loswerden oder nicht? Ehrlich? Wir wollen euch alle loswerden. Aber er wäre ein guter Anfang. Hier, der Schlüssel. Die Kellertür ist hinten. Danke. Und woher weiß ich, dass du keine Dummheiten machst? Ich gehe mit dir. Ich habe ja eh keine andere Wahl, oder? Und keine Mätzchen. Ich kann dir den Hals umdrehen wie eine Masthähnchen, verstanden? Ja, aber du wirst es nicht tun. Meine Leiche hat keinen Wert für dich, aber lebendig. Wie gesagt, 100 Goldbarren. 100 Goldbarren. Nicht mehr, nicht weniger. Oder ich will nicht Julian Alfred Tankert bis Count Lettenhofe sein. Du hast eine weise Wahl getroffen. Sehr weise. Noch magst du nur ein Hauptmann sein, aber bald. Still. Stirb! Ah, stirb, verdammt! Na, komm schon. Aufs Maul! Geralt, musst du immer alles versauen? Ich hatte ihn genau da, wo ich ihn haben wollte. Ach, wie gut, dich zu sehen, mein Freund. Warst ja eine Weile nicht in Novigrad. Was? Komm mit, reden wir draußen. Mach aber doch nicht Priscilla, Alter. Priscilla, was machst du denn hier? Huch. Geht's dir gut? Ich war krank vor Sorge. Rittersporn, du Gauner. Das hast du dem Mädel zu verdanken, dass wir dir nachsteigen. Sie hat keine Ruhe gegeben. Schade, dass du verpasst hast, wie wir den Jäger erledigt haben. Ich hatte einen perfekten Plan, aber dann kam Geralt. Rittersporn, ich muss dich was fragen. Es ist wichtig, also konzentrier dich. Wo ist Ciri? Ciri? Ich dachte, da du hier bist. Hast du sie nicht gesehen? Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß, dass du ihr helfen wolltest. Aber ich verstehe nicht ganz, warum du ausgerechnet zu Hurensohn Junior gegangen bist. Mir ist sonst niemand eingefallen. Mit mehr Zeit hätte ich vielleicht anders entschieden. Aber Ciri meinte, die wilde Jagd sei ja auf den Fersen. Hurensohn schien vergleichsweise harmlos. Es ist was schiefgelaufen. Dann weißt du schon alles? Du bist doch wohl nicht sauer. Mein Plan war perfekt. Theoretisch jedenfalls. Wie hätte ich wissen können, dass Menge hinter Dudu her war? Ich habe genug von deinem Plan gehört. Jetzt muss ich wissen, was mit Ciri geschehen ist. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Wir waren auf der Tempelinsel und sind vor Hurensohns Männern weggelaufen. Doch da! Das ist doch so lächerlich, Alter, dass du da nicht klettern kannst, wenn du im Kampfmodus bist. Und du kannst ihn auch nicht beenden da, ne?
Wenn du die Waffe wegsteckst, dann geht's auf Faustkampf. Das ist scheiße. Pack die Schlampe! Das wird nicht ankommen. Laut Hurensohn Junior jetzt schon. Ihr sollt die Schlampe schnappen und töten. Kapiert euch zusammen, Jungs! Das geht halt einfach nicht. Das ist... Auf A und auf B. Ach, jetzt springst du auf A. Schlagt ihn! Tötet ihn! Aber sie klettert nicht. Schießt euch zusammen, Jungs! Kommt zu, Schwanz! Da habe ich doch schon wieder keinen Bock mehr, echt. Pack die Schlampe! Schnappt sie! Das geht uns nichts an, Kumpel! Doch! Laut Hurensohn Junior jetzt schon! Ihr sollt die Schlampe schnappen, Leute! Kapiert! Kreist euch zusammen, Jungs! Das spritzt sie nicht mehr. Ich flüchte. Diesen Mann fest! Ach, was für ein Abenteuer. Eben noch ziehen wir den Raub des Jahrhunderts durch und nun sind wir Beute mit einem Haufen Jäger auf den Fersen. Ja, eine großartige Geschichte. Aber ich habe genug von dieser Prahlerei. Komm, Sultan, wir müssen die Halblinge überzeugen, dass sie nichts gesehen haben. Das ist Material für einen ganzen Balladenband. Der wird weggehen wie warme Semmeln. Ist das alles, was dich kümmert? Die Balladen, die dabei rausspringen? Dein Ego nimmt wohl Überhand. Du wirst im Alter immer selbstsüchtiger. Worum geht's hier eigentlich? Um Ciri. Warum soll ich mir denn um Ciri Sorgen machen? Weißt du denn nicht, wie sie kämpft? Das Mädel kann auf sich aufpassen, glaub mir. Außerdem muss sie ja wegen dieses Kästchens wiederkommen. Das Ding, mit dem alles angefangen hat. Für ein Kästchen! Das hier? Das hast du von Hurensohn? Oh, da wird Ciri aber froh sein. Aber Hurensohn ist bestimmt außer sich.
So, ich muss mal ganz kurz. So. Eine gute halbe Stunde ist vergangen. Ich musste Telefone annehmen. Hurensohn ist tot. Oh, Zorn ist dir wohl auch nicht fremd. Naja, ich kann nicht behaupten, dass mich sein jähes Ableben bekümmert. Er hatte es so sehr verdient wie seinen unvorteilhaften Spitznamen. Was ist mit unserem alten Freund Sigi Reuven? Hast du den auch schon besucht? Dem geht's gut. Das ist schlecht. Dürfte ziemlich sauer auf mich sein. Hat Ciri dir mal gesagt, was das ist? Oder wieso sie damit zu Hurensohn gegangen ist? Sie ist zu Hurensohn gegangen, weil ich sie hingebracht habe. Ich hätte wissen müssen, dass das deine Idee war. Was? Ihr magisches Dingsbums war kaputt. Hurensohn hatte Kontakt zu den Magiern, die es reparieren konnten. Ja, außerdem brauchte sie Hilfe beim Entziffern eines Fluchs, dessen Beschwörung. Warum hat Ciri sich für diesen Fluch interessiert? Wollte sie ihn wirken oder brechen? Hat sie das gesagt? Sie wollte überhaupt nicht drüber reden. Und ich wollte nicht neugierig sein. Das eine Mal, wo es nützlich gewesen wäre. Aber ich bin mir fast sicher, dass sie ihn brechen wollte. Bei wem? Oder bei was? Oder bei sich selbst? Nein, ich glaube nicht. Ich meine, sie sah nicht verflucht aus. Aber sie hatte es ganz schön eilig. Weißt du noch mehr über den Fluch? Etwas Bestimmtes? Ein Detail? Irgendwas? Also, ich weiß die Worte. Nicht dein Ernst. Doch, es war elfisch. Ciri hat den Spruch ständig wiederholt. Sie wollte ihn sich wohl einprägen. Er ging so. Vafail Ilain, Ketmil Foli, Gledif Dorn Epteneit, Bundro Itne Iakus. Der Fluch bewirkt Hässlichkeit. Und ich habe meinen Lebtag noch niemand Hässlicheren gesehen als... Die umwerfende Gemma? Nein, einen gewissen deformierten Zwerg, der urplötzlich am Strand von Hindasfjall aufgetaucht ist. Und der jetzt durch das Schloss des Barons wandelt. Ach, du und Ciri. Ihr gleicht euch wie zwei Wassertropfen. Nie weiß man, wovon ihr redet. Hat Ciri ihn je erwähnt? Einen deformierten Zwerg? Nein. Sie hat gar nicht viel gesagt, um ehrlich zu sein. Geralt, sie ist nicht mehr das kleine Mädchen, das durch Kaer Morhen rannte. Sicher ist sie immer noch impulsiv und lebendig, aber auch stur und launisch. Der Apfel ist nicht weit gefallen, sag ich dir. Ah ja. Sie ist mir wieder entglitten. Ich war so dicht dran. Sie kam aus Venen hierher. Offenbar hat ihr da jemand geholfen. Vielleicht ist sie zurückgegangen. Vielleicht. Übrigens könnte der Fluch was mit Uma zu tun gehabt haben. Ich sollte ihn vom Baron wegholen. Uma, der deformierte Zwerg? Was willst du denn mit dem? Zuerst den Fluch brechen. Vielleicht kann mir in Kaer Morhen jemand helfen. Und dann, wer weiß. Ihr beiden habt jetzt genug geplappert. Jetzt will ich mich endlich mit Rittersporn unterhalten. Und wenn du fertig bist, bin ich dran. Wir sollten zum Rosmarin und Thymian zurückkehren. Tja, ich hatte für heute wirklich genügend Aufregung. Ein saftiger Braten und ein weiches Bett mit flauschigen Kissen. Das habe ich mir heute verdient. Wir haben uns doch ewig nicht gesehen und gesprochen. Kommst du vorbei, wenn du in der Gegend bist? Ganz sicher. Und zwar schon sehr bald. Ich nehme dich beim Wort, Geralt. Bis bald. Und nochmal vielen Dank für heute. Bitte. XP. Aber was sollte er damit denn? Oh. 5 Punkte? Wir sind dankbar. Das wollten wir zum Ausdruck bringen. Deshalb haben wir ein Geschenk für dich. Ein Porträt des Hierarchen. Hübsch. Oh, es ist nichts. Wir haben noch Dutzende. Würdest du bitte nicht erwähnen, woher du es hast? Ja? Na schön. Lebt wohl. Das
Ein Bild. Ja, kann er mir mal ein bisschen was verkaufen. Aber 5 XP, Alter. Das ist doch lecker, ey. Ist schwer, das Untier zu erschlagen? Wie wär's? Zeig mir. Ernst? So ein paar Kröten willst du mir geben? Alter. Ich habe auch schon mal günstig gekriegt. Ja, okay, geht. 60. Alraune für 108 ist schon sehr happig, mein Freund. Der Junge hat dem nichts erscheint. Willst du? Zeig mir. Ja, das ist, glaube ich, etwas mehr, nicht wahr? So, er hat auch Alraune, kostet auch 108. Ist mal teuer hier bei euch. Auf wieder. Wie? Ich. So, wir wollen das hässliche Ding mitnehmen. Ich sag euch, wo die Beute ist. Das Haar so weiß wie Quark. Bam, 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 bam. Ich muss mit dir reden. Worüber? Uma, ich werde ihn mitnehmen. Meinst wohl, um meine Erlaubnis zu bitten, ihn mitnehmen zu dürfen? Ich bin jetzt zuständig, also... Ich bitte um gar nichts. Ich teile es dir mit. Du kannst versuchen, mich aufzuhalten. Doch dann mache ich deiner erleuchteten Herrschaft ein jähes Ende. Du glaubst wohl, ich zittere vor dir. Das wäre jedenfalls verdammt klug. Bitte, der Krüppel ist das Blutvergießen nicht wert. Geh zum Stallknecht. Der ist sicher froh, wenn er ihn los wird, weil das Scheusal aus den Futterbeuteln frisst. Ich wünsche euch beiden eine angenehme Reise. Herzlichen Dank. Wir können einen Rachenputzer vertragen. Zufällig. Dieser verfickte Kater. Ich nehme Uma mit mir. Es gibt keinen. Hauptmann Ardal hat gesagt, ich darf. Bringst ihn aber zurück, oder? Wäre schrecklich langweilig ohne ihn. Nein, ich werde ihn nicht zurückbringen. Mach die Tür auf, sofort. So Quest geschaltet. Hey, kleiner Mann. Ja,
Das hier ist Plötze. Sie wird uns nach Kaer-Morhen bringen. Na? Komm schon. Schluss mit der Hose. Gehen wir. Wer ist das? Wir kriegen Gesellschaft. Nilfgaarder Schlachtwasser. Was willst du? Du missfällst dem Kaiser. Dann soll er wen anders um Hilfe bitten. Der Kaiser bittet niemanden um irgendwas. Du reitest mit uns nach Vysima. Seid ihr sicher? Denk nicht mal dran. Na schön, zeig den Weg. Ja, der Kaiser, der uns ja gebeten hat, Ciri zu finden. Interessant, interessant. Und die dritte Armee fällt von Westen ein, um Banglern einzunehmen. Mit Verlaub, kaiserliche Hoheit. Eure Spione berichten, dass die Garnison bei Banglean fast komplett aus Söldnern besteht. Also Bestechung. Dann verlieren wir keine Männer in der Schlacht. Weniger Zeit verlieren wir auch. Also schön, gib den Befehl. Und setz die Segel. Wie ihr wünscht. Sofort. Kaiserliche Hoheit, Yennefer. Ich hab dich nicht kommen lassen, um Artigkeiten auszutauschen. Berichte. Wie ihr wünscht, Eure Majestät. Nun, dieser Mensch ist der Schlüssel, um Ciri zu finden. Ich habe dir drei solide Spuren gegeben. Frisch wie der Morgentau. Dazu die Hilfe meiner Spione und meiner Hofzauberin. Und du bringst mir anstatt meiner Tochter diese Monstrosität? Ich hoffe, dass du noch mehr zu sagen hast. Für dich. Ich suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Und diese Nadel kann jederzeit... Die Aufgabe ist schwierig, das weiß ich. Na und? Hör zu. Ich regiere das größte Imperium, das die Welt je gesehen hat. Ich führe Krieg gegen den Norden, befehlige Zehntausende von Männern. Und wenn ich zu Hause bin, versuchen die Handelsgesellschaften und Adligen, mich zu entthronen. Erwarte nicht, dass ich dich wegen der Schwierigkeit deiner Aufgabe bemitleide. Diese Monstrosität könnte eure Tochter sein. Der Körper ist das Ergebnis eines Fluchs. Darin ist jemand verborgen. Kannst du diesen Fluch brechen? Ich habe viel geforscht und nachgefragt. Aber um ihn zu brechen, müsste ich die Worte kennen, mit denen er gewirkt wurde. Und das... Wafail Elaine Ketmilfuli. Gledif Dorn et Tneid Bundro Itne Iakus. Hat Rittersporn mir gesagt. Ciri hat mit ihm darüber geredet. Endlich hast du mich auch mal angenehm überrascht. Werte Yennefer, meine Frage besteht noch. Ja. Ich glaube, ich kann es. Doch ich muss... Die Details interessieren mich nicht. Geralt, du hast recht wenig erreicht, wenn auch zugegeben mehr als meine Pfuscher von Spionen. Ich gebe dir die Hälfte der versprochenen Belohnung. Die andere Hälfte bekommst du, wenn du mir Ciri bringst.
Gut. Die Audienz ist beendet. Bis zur nächsten. Also, wie brechen wir Umas Fluch? Wir müssen ihn nach Kaer Morhen bringen. Oh, und Geralt, verzeih, aber ich kann nicht dich, Uma und Plötze teleportieren. Deswegen... Keine Sorge, wir reiten hin. Ich mochte das Teleportieren noch nie. Pass auf dich auf. Warte. Hier. Wahrscheinlich ist es besser, wenn du ihn behältst. Ja, also, gut. Ich muss los. Die lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Geralt musste den Fluch brechen, und so brachte er Uma zur Zuflucht der größten Spezialisten für Flüche, zur Hexerfestung Kaer Morhen. Dort, wo alles angefangen hat. Mehr oder weniger. Gabelschwänze so nah bei der Festung. Da war aber jemand nachlässig. Wenn der Wind herbläst. Du warst ja lange weg. Zu lange. Und wie war deine Reise? Ruhig. Abgesehen von dem Gabelschwanz, der uns vor ein paar Meilen überflogen hat. Der Passagier war etwas beunruhigt. Was haben wir denn da? Zahlreiche Deformierungen. Augen, Ohren, Nasenlöcher, eine Hasenscharte. Und ist das... Na, na, ganz ruhig. Mit einem hatte Yennefer recht. Hübsch ist das Ding wirklich nicht. Yen ist schon hier? Und wie? Oh, habt ihr euch gestritten? Ach, Geralt, ich weiß, dass sie eine, wie drücke ich's aus, emanzipierte, willensstarke Frau ist, aber zählen Manieren denn gar nichts mehr? Sie teleportiert, ohne das kleinste Schön euch zu sehen, rein und sagt stattdessen, wir müssen einen Fluch brechen, es gibt dies und das zu tun, also los, Eskel und Lambert. Dann geht sie ins Gästezimmer, arrangiert alles um und wirft das Bett vom Balkon. Und? Wo sind denn alle? Eskel ist auf Gabelschwanzjagd. Wir müssen das Nest im Wald ausheben. Und Yennefer braucht einige Zutaten aus den Organen. Wie sagt man? Zwei Fliegen, eine Klappe. Lambert ist noch in der Festung und bereitet sich auf einen Ausflug in die Berge vor. Das war der, den wir auch zwischenzeitlich noch treffen sollten. Einen Hexer-Kollegen. Mhm. Und Yen? Die baut ihr Megaskop auf. Sie wollte meine Hilfe. Ich sollte mit einem piepsenden Gerät herumrennen und irgendetwas suchen. Aber ich bin zu alt für diesen Quatsch. Ich sollte ihr sagen, dass ich hier bin. Wenn du meinst. Aber erwarte nicht, dass sie dir um den Hals fällt. So, hier ist ein guter Punkt. Erstmal aufzuhören. Na, hier ist ja... Hier haben wir ganz am Anfang. Trinifiziert.
Ja, wir speichern ab und ich muss noch ein bisschen einkaufen. Es ist 5:30, ich muss noch einkaufen, eine Kleinigkeit. Und dann gibt es um 19 Uhr GoFest 2. Klappt euch rein, storymäßig geht's richtig ab hier. Wie sieht's eigentlich aus hier? Schaut, ne? Ja. Gibt noch nichts. Es fehlen noch Sachen. Gut, ich hau ab. Ich muss weg. Auf Wiedersehen. Tschüss.